Europameister Kai Häfner ist am Mittwoch zur deutschen Handballnationalmannschaft gestoßen. Ob der 29 Jahre alte Rückraumspieler auch tatsächlich für die Heim-WM nachnominiert wird, sei aber noch offen, sagte Co-Trainer Alexander Hase am Mittwoch. Häfner könnte Linkshänder Steffen Weinhold ersetzen, den eine Zerrung im Adduktorenbereich plagt. Der Wunsch ist es, mit dieser Mannschaft weiterzuspielen. Aber die Professionalität gebietet es, sich auf alle Fälle vorzubereiten, sagte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning. Weinhold dürfte derweil mindestens für das letzte Gruppenspiel am Donnerstag ab 18 Uhr im Live-Ticker gegen Serbien ausfallen. Wenn Weinhold bis zum ersten Hauptrundenspiel am Samstag in Köln fit wird, dürfte es laut Hanning zu keinem Spielertausch kommen. Hase bezifferte die Ausfallzeit am Mittwoch, dem Tag nach dem 25:25 gegen Frankreich, auf 2 bis 5 Tage.